Viele von euch wollten, dass ich mal wieder ein Video mache, so wie es früher auf diesem Kanal typisch war. Etwas, wo ich mehrere Mysterien auf einmal aufliste und dem möchte ich heute einmal nachkommen. Denn ich habe über die letzten Tage hinweg einige wirklich gruselige Mysterien recherchiert, die ich euch heute einmal vorstellen möchte und die euch vielleicht den Schlaf rauben werden. Also, viel Spaß bei den gruseligen Mysterien, die bis heute immer noch ungelöst sind. Lars Mittank. Das erste Mysterium, über das wir heute reden, ist etwas, was es eigentlich häufiger gibt, denn häufiger gibt es seltsame Vermisstenfälle, die bis heute nicht aufgeklärt werden können. Der Fall von Lars Mittank ist aber dahingehend besonders, dass es sich diesmal um einen Deutschen handelt, der bei einem Urlaub mit seinen Freunden plötzlich und auf mysteriöse Weise verschwand. Alles begann im Jahr 2014, denn dort wollte Lars Mittank mit einigen Freunden von sich einen typischen Saufurlaub machen. Sie fuhren nach Bulgarien, um eine Woche am Goldstrand zu verbringen und alles hätte so normal laufen können. Es ist ein typisches Szenario für Leute, die gerade ihren Schulabschluss machen. Als sie dann dort war, war auch eigentlich alles gut gewesen. Die Freunde von Lars sagten nur, dass ihnen auffiel, dass Lars überraschend wenig aß. Er sagte immer wieder, dass er keinen Hunger hatte und aß, auch wenn er beim Abendessen mit ihnen zusammensaß, sehr wenig. Als es dann irgendwann eines Abends mal zu einem Fastfood-Restaurant in der Nähe gehen sollte, sagte Lars schon wieder, dass er keinen Hunger hatte und vor dem Restaurant auf seine Freunde warten wollte, bis diese wieder rauskamen. Sie waren einverstanden und gingen hinein. Und als sie wieder nach einiger Zeit rauskamen, war Lars verschwunden. Sie dachten sich nichts dabei, da sie etwas länger gebraucht hatten und waren der Meinung, dass Lars vermutlich zurück ins Hotel gegangen war. Sie gingen zum Hotel, doch auch dort war Lars nicht zu finden. Erst einige Stunden später tauchte er im Hotel auf. Er sagte, dass er vor dem Restaurant mit einigen deutschen Fußballfans in einen Streit verwickelt worden war und diese Fußballfans Russen dazu angestiftet hätten, ihn zu verprügeln. Er ist so also in ein Handgemenge geraten und hat dabei einen Schlag aufs Ohr bekommen, aber sonst nichts weiter Schlimmes. Sie vergaßen den ganzen Vorfall und wollten ihren Urlaub wie gewohnt zu Ende bringen, doch an dem Tag, wo es dann nach Hause gehen sollte und der Heimflug angegangen wurde, sagte Lars, dass er plötzlich schlechter hören konnte und starke Ohrenschmerzen auf dem Ohr hatte, auf das er den Schlag bekommen hat. Er ging sofort zu einem Arzt und dieser Arzt sagte ihm, dass er einen Riss im Trommelfell hatte. Ein Rückflug mit so einem Riss war damit für Lars unmöglich gewesen und er musste in Bulgarien erst einmal bleiben. Seine Freunde flogen zurück nach Deutschland, doch sie boten ihm an, dass einer bei ihm blieb und zusammen mit ihnen in ein Krankenhaus fuhr. Doch Lars lehnte dies ab. Er fuhr zum Krankenhaus und ließ sich dort ebenfalls untersuchen. Der Verdacht auf einen Trommelfellriss wurde dort ebenfalls bestätigt und der Arzt legte es Lars nahe, dass er dort bleiben sollte und sich einer Operation unterziehen müsste, damit er möglichst schnell wieder nach Hause könnte. Doch Lars lehnte dies ab. Er wollte dort ohne erfindlichen Grund nicht bleiben und holte sich lediglich ein Medikament ab. Eigentlich sollte er dann dort behandelt werden und noch die Nacht über im Krankenhaus bleiben, doch auch dies wollte er nicht. Nachdem er sich sein Medikament geholt hatte, fuhr er mit einem Taxi zu einem billigen Hotel, um dort die Nacht zu verbringen. Was in dieser Nacht passierte, kann nicht genau gesagt werden, doch ab hier beginnt das Mysterium erst richtig zu beginnen. Denn in dieser Nacht bekam die Mutter von Lars mehrere Anrufe von ihm. Und diese Anrufe waren alle seltsam. Er sprach davon, dass in diesem Hotel irgendetwas nicht stimmt, dass etwas seltsam ist, er das Gefühl hat, verfolgt zu werden und sie seine Kreditkarte sperren sollte. Irgendwann wurde seine Angst so schlimm, dass er mitten in der Nacht das Hotel mit seinen Sachen verließ und erneut seine Mutter anrief. Er sagte, er würde verfolgt werden von 4 Menschen. Er hatte Panik und lief davon. In den frühen Morgenstunden erreichte er durch ein Taxi den Flughafen in der Nähe. Seine Mutter riet ihm, dass er dort zu einem Flughafenarzt gehen sollte, um zu gucken, ob er wirklich reisen könnte. Währenddessen kaufte sie ihm aber ein Flugticket und auch ein Busticket. Normalerweise wäre nun alles in Ordnung gewesen, so oder so hätte Lars die Heimreise antreten können, da selbst wenn er nicht fliegen konnte, die Busfahrt möglich gewesen wäre. Doch wenig später folgte ein Anruf von Lars, dass jemand ihm verboten hätte, sowohl zu fliegen, als auch mit dem Bus zu fahren. Wer diese Aussage getätigt hatte, ist nicht bekannt, denn beim Arzt ist Lars zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gewesen. Die letzten Infos, die wir jetzt von Lars haben, sind von Kameraaufnahmen, die im Flughafen gemacht wurden. Die Sicherheitskameras filmten ihn nämlich, wie er durch den Flughafen ging, auf dem Weg zum Flughafenarzt. Er sah völlig ruhig und gelassen aus. Er hatte seine Sachen bei sich und ging auf direktem Weg zu dem Arzt.
Doch die zweite Aufnahme, die wir von ihm haben, zeigt, wie er ohne seine Sachen panisch durch die Räume sprintet und versucht rauszulaufen. Es sieht so aus, als hätte er vor irgendetwas Angst, als würde er fliehen vor irgendetwas oder irgendjemanden. Die einzig letzte Info, die wir noch bekommen haben, ist, dass der Arzt sagte, dass Lars vollkommen ruhig und normal wirkte, bis ein Mann in Flughafenuniform das Sprechzimmer des Arztes ebenfalls betrat. Der Arzt wusste nicht, wer dieser Mann in Flughafenuniform gewesen ist, doch sobald er den Raum betrat, wurde Lars nervös, stand auf und rannte davon. Er ließ seine Wertsache und auch sein Handy zurück. Und seitdem wurde Lars nicht mehr gesehen. Und wer der Mann in der Uniform gewesen ist, konnte bis heute ebenfalls nicht geklärt werden. Dieser Fall bleibt wohl auch für die nächsten Jahre ein Mysterium. Die Gregory Affair. Der nächste Fall, über den wir heute sprechen, kommt aus Frankreich. Denn dort war es eigentlich ganz normal, dass eine Mutter ihren Sohn Gregory, der 4 Jahre alt war, immer vom Kindergarten abholte und dann mit zu sich nach Hause nahm, sobald sie mit der Arbeit fertig gewesen ist. Und so passierte es auch an diesem Tag. Sie holte ihn ab, nahm ihn mit nach Hause und ließ ihn etwas im Garten spielen. Alles war normal und sie wollte ganz gewöhnlich die Wäsche reinholen und zusammenlegen. Als sie dies nach 15 Minuten getan hatte und nach Gregory schauen wollte, bemerkte sie, dass er draußen verschwunden war. Spurlos und ohne irgendeinen Hinweis war Gregory weg. Sie machte sich Sorgen, dass er davongelaufen wäre, doch nirgendwo konnte er gefunden werden. Nahezu zeitgleich, als dies passierte, bekam der Onkel von Gregory einen seltsamen Anruf. Ein Mann mit einer Stimme, die er noch nie gehört hat und die auch sehr tief und verzerrt klang, sagte ihm, dass er Gregory entführt hat und Gregory nun in einem Fluss liegt, tot. Der Onkel alarmierte sofort die Polizei und diese suchte die Flüsse in der Nähe ab. Und tatsächlich fanden sie die Leiche von Gregory, eingewickelt in einen Plastiksack, und es gibt noch mehr Infos, wie der Sohn gefunden wurde, doch diese Infos möchte ich euch hier einmal ersparen. Ab hier beginnt noch das Seltsame, denn nicht nur, dass man nicht wusste, wie das alles passieren konnte und wie Gregory so schnell entführt werden konnte, ohne einen Hinweis zu hinterlassen. Hiernach begann nämlich der ganze Fall vor Gericht zu gehen. Man suchte einen Täter, doch die Polizei schaffte es, keine Informationen zu finden. Sie wussten nicht, wer es gewesen sind. Zu einem Zeitpunkt wurde jedes Mitglied der Familie verdächtigt, dass er das Kind entführt haben sollte, jedoch ohne Beweis. Es ging sogar so weit, dass der Vater von Gregory überzeugt war, dass er den Täter gefunden hätte und einen Mann mit einer Schrotflinte erschoss. Vor wenigen Monaten sollte der ganze Gerichtsfall neu aufgewickelt werden und es sollte endlich ein Abschluss gefunden werden. Doch der Richter, der sich den Fall angenommen hatte, beging dann nach kurzer Zeit Selbstmord. Bis heute bleibt die Gregory Affair, wie sie genannt wird, ein Rätsel. Für das nächste Mysterium gehen wir nach Circleville, Ohio. Denn dort passierte im Jahr 1976 etwas wirklich Merkwürdiges. Denn dort gab es einen Mann, der heutzutage der Circleville Letter Writer genannt wird oder der Circleville Briefeschreiber. Was jetzt erstmal nicht besonders bedrohlich klingt, wird noch viel bedrohlicher. Denn Circleville ist eigentlich ein sehr überschaubares Dorf oder eine kleine Gemeinde, wo eigentlich nichts Schlimmes passiert. Doch 1976 wurde die Stadt eben von diesem Briefeschreiber terrorisiert. Denn mehrere Leute der Stadt bekamen plötzlich Briefe. Und diese Briefe sprachen davon, dass jemand sie beobachtet. Dass jemand alle Details, alle Geheimnisse und jedes noch so dreckige Geheimnis wüsste, was die Person begangen haben. Die Stadt bekam Panik, doch man wollte das Ganze abtun als simple Scherze. Doch der Briefeschreiber zeigte wenig später, dass er es ernst meinte, denn besonders oft terrorisierte er eine Busfahrerin namens Mary. Er schrieb ihr, dass er wüsste, dass sie eine Affäre mit dem Schulinspektor des Ortes hatte und dass sie diese Affäre innerhalb der nächsten 2 Wochen aufdecken sollte. Um ihr noch mehr Angst zu machen, sagte er auch, dass er nicht nur wüsste, wo sie wohnte, sondern dass er auch sie jeden Tag beobachtet und dass er genau weiß, wann ihre Kinder von der Schule nach Hause kommen. Mary hatte Angst, doch tat nichts. 2 Wochen verstrichen und sie bekam erneut Briefe von dem Briefeschreiber. In diesen Briefen schrieb er, dass er sauer war, dass sie nach 2 Wochen immer noch nicht gehandelt hat und dass, wenn sie nicht handelt, er Briefe und Schilder aufstellen wird, indem er die ganze Affäre öffentlich macht. Doch auch, obwohl er diese Drohungen gemacht hatte, kam danach kein einziger Brief mehr. 1977 schien der ganze Fall abgehakt zu sein und der Briefeschreiber war verstummt. So lange, bis der Ehemann von Mary einen seltsamen Anruf bekam.
Man weiß nicht, von wem der Anruf war, Mary bekam davon nichts mit. Sie sah nur, dass ihr Mann daraufhin sich seine Waffe schnappte, in seinen Wagen stieg und wütend davonfuhr. Ihr Mann, Ron, wurde nie wieder lebend gefunden. Wenig später fand man seinen Wagen, der an einen Baum gesetzt wurde, und seine Leiche lag im Inneren. Das Seltsame war aber, dass seine Waffe abgefeuert wurde. Das heißt, er hatte irgendetwas gesehen, das er erschießen wollte. Was genau dort passiert war, konnte nicht mehr geklärt werden. Wenig später machte Mary allerdings ihre Affäre mit dem Schulinspektor öffentlich. Doch hier war es für den Briefeschreiber noch nicht zu Ende, denn ab dem Moment, wo sie die Affäre öffentlich machte, begann er Schilder aufzustellen, um sie zu ärgern. An ihrer Bushaltestelle, an ihrem ganzen Weg, den sie mit dem Bus täglich langfuhr, stellte er Schilder auf. Diese Schilder sprachen von der Affäre. Sie sollte sich noch weiter schämen und als es ihr irgendwann reichte, riss sie eins dieser Schilder runter, indem sie dafür auf ihren Bus stieg. Als sie dies tat, bemerkte sie, dass das Schild an einer Schnur befestigt war und die Schnur zu einer kleinen Box führte, welche mit dem Herunterreißen geöffnet wurde. In der Box war eine Pistole, die auf sie zeigte. Die Pistole wurde untersucht und ein mutmaßlicher Besitzer wurde festgestellt, der Schwager von Mary selbst. Er wurde wenig später verurteilt, doch bis heute denkt man, dass er nicht schuld gewesen ist an den Briefen. Was genau hier passiert ist, bleibt weiterhin ein Rätsel. Als letztes widmen wir uns jetzt noch einmal der SS Cotopaxi. Die SS Cotopaxi war ein Frachter aus Amerika. Dieser Frachter ist im Jahr 1925 oder genauer am 29. November 1925 in See gestochen. Der Frachter sollte von Charleston bis nach Havanna in Kuba fahren. Auf dieser Strecke, die eigentlich keine besondere Hürde sein sollte, verschwand das Schiff allerdings und kam nie in Kuba an. Man fragte sich, was los war, und man fand heraus, dass es einen letzten Notruf gab. Dieser Notruf wurde 2 Tage später, am 1. Dezember, gemacht. Dort gab der Kapitän durch, dass sie in einem Tropensturm gefangen seien und sie alle Angst hätten, dass sie untergehen und sterben werden. Man suchte das Schiff zwar, doch konnte nichts finden. Und am 31. Dezember desselben Jahres wurde das Schiff dann offiziell als vermisst gemeldet. Es war seltsam, nirgendwo gab es Anzeichen von diesem Schiff und man sagte, es sei untergegangen. Doch das ganze Mysterium wurde noch größer, denn man bemerkte, dass das Schiff anscheinend im Bermuda-Dreieck versunken war, dem mysteriösen Ort, an dem jährlich scheinbar Flugzeuge und Schiffe verschwinden sollen. Ob dies wirklich stimmte, dass es im Bermuda-Dreieck verschwand, kann nicht eindeutig geklärt werden, doch etwas anderes passierte. Denn plötzlich und ohne jede Vorwarnung tauchte das Schiff im Jahr 2015 angeblich vor der Küste von Kuba wieder auf. Es gab einige Zeugenberichte, die dieses Schiff gesehen haben wollen, und das Schiff sollte auch untersucht worden sein. Es war völlig verrostet und es gab keine Hinweise auf die Besatzung. Auch im Logbuch des Kapitäns ließen sich keine Informationen finden, was wirklich passiert war. Bis heute wird allerdings angezweifelt, ob dieses Schiff tatsächlich vor Kuba auftauchte oder ob alles nur ein Scherz gewesen ist. Das alles ist weiterhin ein riesiges Mysterium und man weiß nicht genau, was mit dem Schiff oder im Bermuda-Dreieck wirklich passiert ist, doch eine der wohl seltsamsten Theorien, die häufig aufkommt, ist, dass angeblich ein Raumschiff das Schiff entführt haben soll. Was ihr davon haltet, müsst ihr selber wissen, aber das waren einige gruselige Mysterien, die ich gefunden hatte, die ich euch gerne einmal vorstellen wollte und von denen ihr vermutlich noch nicht gehört habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.